Weiter geht's mit dem Künstler Sven Phantom, wie eben angesprochen. Sein Album heißt Ach. Und ja, der war eben gerade vor mir da und jetzt kommt ein Beitrag dazu. Mit zwei Singles in den Top 30 Charts und auch der Teilnahme am Bundesvision Song Contest 2009 hat Sven Phantom bereits auf sich aufmerksam gemacht. Nun ist der gebürtige Berliner mit Ach, seinem neuen am 24. Februar erscheinenden Album und der Single Irgendwann wieder da. Die uns durch den Sommer bringen und dazu deine Hand in meiner Hand. Und ich habe gedacht, ich nenne das ganze Album Ach Liebe, aber irgendwie Liebe im Titel zu haben, war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu kitschig. Dann ist nur Ach übrig geblieben, fand ich irgendwie ganz gut, so kurz und knackig. Und vor allem, da steckt ja dann auch so eine Hommage an Loriot drin, weil in unzähligen Sketchen sagt er da auch immer mal irgendjemand Ach. Und es ist immer so leicht debil, aber niedlich. Banderfahrung bringt der 1977 im Norden Berlins geborene Musiker auch mit. Als Sänger und Gitarrist war er bei den Bands Sofa Planet und Beat Planet unterwegs. Sein Solo-Debüt Phantomschmerz ist vor 4 Jahren erschienen. Eine lange Zeit hat es also gedauert, bis der jetzige Nachfolger fertig war. Einfach tatsächlich das Aufnehmen und Produzieren, so dass ich selber quasi am Mischpult sitze und alles entscheide, wie was klingen soll. Und ich habe auch so ziemlich alles selber eingespielt auf der Platte. Ja, und das war bei der ersten Platte, habe ich auch viel natürlich gemacht, aber längst nicht alles. Und ja, das ist so für mich der wichtigste Punkt, was Weiterentwicklung angeht. Seine Songs bewegen sich zwischen unprätentiösem Humor und tiefer Traurigkeit. Dennoch werden seine Fans von dem neuen Album keine großen Überraschungen erleben, außer dass es vielleicht noch witziger und trauriger ist als das Debüt. So, da passieren jetzt keine merkwürdigen, phantomuntypischen Überraschungen. Es ist halt sehr viel Melancholie dabei. Ein Haufen Liebeslieder, aber ja, es gibt durchaus auch mal alberne Momente, wo es vielleicht auch mal unter die Gürtellinie geht. Wenn ein Teenager dich auf dem Marktplatz anspricht, auf dein Telefon zeigt und fragt, was das ist, und du ahnst es längst nicht, das dunkelste Licht in seiner Klasse, dann bist du im Spreewald. Wenn du auf offener Straße einen Fisch fangen kannst und vom Leben nicht mehr als zu sterben verlangst, wenn du dein Auto noch mit Braunkohle betankst, dann bist du im Spreewald. Ja gut, Charterfolge sind mir durchaus egal. Allerdings ist es halt ein Indikator dafür, dass Leute sich dafür interessieren und die Musik kaufen. Natürlich möchte ich das auch, dass Leute das wahrnehmen. Und nur so passiert es ja auch, dass man davon leben kann. Ach, Berliner und Anreisende werden am 24.02. zur Record-Release-Party ins HBC gebeten. Alle anderen feiern einfach von zu Hause mit.